Hallo und herzlich willkommen bei Mehr Wasser Live TV. Hinter der Kamera steht heute das Kamerakind Christian. Hallo. Mein Name ist Björn. Und wir haben 100 Leute gefragt, ob der Björn hier ins Technikbecken passt. Und die Antwort ist nein, er passt da nicht rein, sondern nur der Schwelle so ein bisschen. Nee, Spaß beiseite. Ihr habt gefragt, wie sieht denn eigentlich, ihr habt hier die Miniserie wahrscheinlich gesehen, von unseren 5 Teilen vom Showtank, wie wir den Showtank gebaut haben. Und da war ja auch das Technikbecken drin, aber wir sind nicht so detailliert darauf eingegangen, wie dieses Technikbecken eigentlich aufgebaut ist. Das hat einige interessiert und deswegen machen wir heute ein Video über das Technikbecken in einer Kurzversion. Wir fangen mal an, das Wasser, das kommt von hier oben runter über das Membranventil und fließt dann hier runter ins Technikbecken. Direkt nebendran haben wir ein zweites 50er Rohr als Notüberlauf. Das heißt, wenn es hier mal zusetzen sollte durch das Ventil, dann kann hier immer noch die Wassermenge abfließen. Das heißt, oben läuft es nicht über. Dann haben wir das Wasser hier unten in einer Kammer. Ja, das ist erstmal gedacht, um das Wasser hier zu beruhigen, damit es nicht so viel Kluckergeräusche gibt. Dann haben wir hier eine Zwischenwand. Ja, gut, die hätten wir weglassen können, muss ich ganz klar sagen mittlerweile. Dann haben wir hier eine Zwischenwand, wo das Wasser dann wieder hochkommt, hier runterfällt. Und hier unten drunter liegt eine Lichtrasterplatte. Und diese Kammer ist dazu gedacht, wenn man mal einen Absorber zum Beispiel, reinmachen will, dann kann man den hier drauflegen oder irgendwas anderes. Kannst du theoretisch auch Ableger drauflegen. Das Wasser fließt also hier runter und geht dann hier rüber ins eigene Refugium. Kommt von unten durch. Und ihr seht, wir haben hier eine schwarze Plexiglasscheibe, damit das Licht vom eigenen Refugium nicht hier rüber geht und hier alles zueigt auf der Seite. Nachträglich haben wir dann hier noch eine Bohrung gemacht, damit, falls es mal da unten zur Verstopfung kommen sollte, das Wasser immer noch hier durch die Bohrung, durch die Öffnung durchlaufen kann, weil das war nicht so schlau im Nachhinein betrachtet. Die Innenwände vom Technikbecken, die sind genauso hoch wie die Außenwände. Also mein Tipp, wenn ihr euer Technikbecken plant, macht die Innenwände einen Zentimeter tiefer und dann habt ihr, wenn eine Kammer verstopft ist, was ja fast nicht passieren kann, aber wenn es passieren sollte, dann kann es eben immer noch über diese Zwischenwand drüber laufen. Kleiner Tipp. Würde ich nicht nochmal so machen. So, dann gehen wir mal weiter rüber. Dann kann das Wasser hier durch das Algenrefugium in dem Moment gar keine Algen sind, drüber fließen. Wir haben da ein bisschen Lehmgestein drin liegen, als Unterstützung für die Biologie. Dann fließt das hier über diese Zwischenscheibe drüber. Hier kommen zwischendrin noch die von den Ballingkanistern, die für die Dosieranlage rein. Und dann sind wir hier in der Kammer. Die ist quadratisch. Die ist eigentlich ursprünglich gedacht gewesen als Ablegerabteil. Habe ich dann aber irgendwann aufgegeben, habe die Ableger hier reingestellt ins eigene Refugium. Und jetzt ist es zurzeit ein Abteil, in dem unser Dupler Multireaktor drin ist, mit Adsorber drin, mit Phosphatabsorber und Silikatabsorber. Oder man kann zum Beispiel unser neues Video, was wir vorgestellt haben, unseren Algenrefugium, kann man auch einfach hier reinstellen und dann braucht man dieses große Becken nicht mehr. Ja, aber gut, das Algenrefugium reicht natürlich nicht für dieses große Becken. Da ist so eine Größe dann schon optimaler. So, und das ist jetzt die spannendste Frage, jetzt haben Leute gefragt, wie kommt denn das Wasser jetzt eigentlich von hier nach da? Ganz einfach, auch wieder unten. Unten ist eine Öffnung, ungefähr so hoch. Und da kann das Wasser von diesem ursprünglich angedachten Ablegeabteil in das Abschäumerabteil fließen, was hier auf der Seite ist. Habe ich extra vorne auf die Ecke gemacht, weil, also hier ist, wo ich jetzt sitze, ist die Frontseite vom Aquarium. Hier kann man einfach schön dran und der Abschäumer ist ja schon das, wo man meistens dran muss. Dann haben wir hier eine Zwischenscheibe, die dazu da ist, dass hier auch immer ein konstanter Wasserpegel vorhanden ist. Der Abschäumer, der braucht ja je nach Abschäumer, in der Regel sind es glaube ich so 20 cm, 18, 20, 22 cm, die so ein Abschäumer braucht. Der Wasserstand ist hier also immer konstant, das ist wichtig für den Abschäumer, damit er nicht überkocht und auch nicht zu wenig hat, damit er überhaupt arbeiten kann. Und hier haben wir jetzt das letzte Abteil, wo es hier über die Scheibe dann drüber kommt, das Wasser. Und das ist auch das einzigste Abteil, in dem das Wasser, also der Wasserstand sich reguliert, wenn es nicht nachgefüllt wird. Das heißt, wenn das Wasser weniger wird, dann geht hier in dieser Kammer der Wasserpegel runter und irgendwann wäre es zu wenig und die Rückförderpumpe, die in diesem Abteil sitzt, die würde dann trocken laufen. Und deswegen muss in dieses Abteil, wie hier zu sehen ist, auch der Sensor runterdrehen, Christian. Kamera kennt Christian, runterdrehen. So,
Hier ist die, wie man hören kann, die Nachfüllanlage, die dann auch Alarm macht, wenn es zu viel Wasser ist, wo dann quasi reguliert wird, dass das Wasser hier nachgefüllt wird. Und wo kommt's rein? Das Wasser? Ja. Na, das kommt hier vorne rein. Das, der Schlauch, der hängt hier vorne. Das ist aber wurscht. Den könnt ihr überall mal im Technikbecken reinleiten. Das ist egal, in welche Kammer das Wasser reingeht. Ach so. Ja, ich würde es jetzt, weil es Osmosewasser ist, würde es vielleicht jetzt nicht ins Ablegeabteil machen, wo die neuen Korallen stehen, damit die sich nicht verbrennen. Das ist gut. Ansonsten hoffe ich, das reicht euch als kleinen Überblick, wie dieses Technikbecken hier aufgebaut ist von unserem Showtank. Wenn ihr noch Fragen habt, fragt in den Kommentaren. Und wäre nett, wenn ihr einen Daumen da lasst. Und auch im Namen von Christian, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns. Ahoi. Tschüss.